Sie haben das Wort. Ja, Frau Ministerin, in der letzten Woche gab es ja zahlreiche Forderungen von Spitzenpolitikern, einschließlich der Bundeskanzlerin, die demokratische Wahl des Ministerpräsidenten Kemmerich durch den Thüringer Landtag rückgängig zu machen. Als Grund dafür wurde angegeben, dass auch Abgeordnete der thüringischen AfD-Landtagsfraktion diesen mitgewählt hatten. Gleichzeitig gab es zahlreiche Demonstrationen gegen diese Wahl. Es wurde auch von Drohungen gegen den Minister persönlich und dessen Familie berichtet. Können Sie ausschließen, dass im Rahmen des von Ihrem Ministeriums geförderten Bundesprogramms Demokratie leben Vereine und Organisationen oder deren Mitglieder organisiert und bewusst Druck ausgeübt haben, um die demokratische Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten durch sogenannten Druck auf der Straße rückgängig zu machen? Sehr geehrte Frau Abgeordnete, grundsätzlich tragen wir die Überzeugung, dass diejenigen, die durch unsere Bundesprogramme gefördert werden, sich gegen jede Form von Gewaltausübung stellen, egal von welcher Seite. Das Programm Demokratieleben arbeitet dafür, Demokratie zu fördern, Extremismus vorzubeugen, Gewalt zu bekämpfen. Deshalb ist das eine klare Distanzierung von jeder Form von Gewalt. Und ich finde, wir sollten da auch an den Grundfesten des Programms festhalten. Und dafür steht auch das Familienministerium. Nachfrage? Ja, gerne. Bitte gerne, Frau Kollegin. Also würden Sie die Förderung von Vereinen und Organisationen, die zur Rückgängigmachung demokratischer Wahlen auffordern, als Verstoß gegen das Neutralitätsgebot betrachten und diese Förderung unverzüglich einstellen? Wir stellen überhaupt keine Förderung ohne begründeten Anlass unverzüglich ein. Es geht darum, dass sich Trägerinnen und Träger im Rahmen ihrer Projektumsetzung auch entsprechend verhalten und ihre Programme umsetzen. Und sollte es dort Probleme geben, dann werden wir uns die genau anschauen. Aber natürlich vor dem Hintergrund der Programminhalte und der Förderung, die auch ausgesprochen wurde. Jetzt habe ich zunächst einen, Herr Kollege, der hinter Ihnen sitzende Kollege hat sich zuerst gemeldet. Herr Reichert. Bitte? Reichert. Herr Eichert. Entschuldigung, dass ich nicht alle Namen weiß. Das ist kein Problem. Aber das ist ja mal, wenn ich die Bemerkung machen darf, wenn der Bundestag noch größer würde, würde es für den Sitzungsleiter und den Präsidenten noch schwieriger, die Namen aller Kolleginnen präsent zu haben. Herr Kollege Eichert. Ja, am 8.2. fand ja eine Demonstration statt gegen die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen. Laut Aussagen von Kevin Kühnert demonstrierte dort die Zivilgesellschaft. Bei dieser Demonstration nahm auch eine Gruppe RAF teil, Roter Aufbau Friedrichshain, die auf ihren einschlägigen Verlautbarungen unter anderem Ulrike Meinhof huldigt und die Angriffe auf AfD- und FDP-Politiker gut hieß bzw. als notwendig erachtete. Sehen Sie hier tatsächlich die Zivilgesellschaft verwirklicht und sehen Sie hier nicht die Gefahr, dass durch einen Herrn Kühnert Gewalt gegen den politischen Gegner verharmlost und legitimiert wird? Und sehen Sie nicht auch die Gefahr, dass dadurch die Regierung und das, was Sie hier alles gerade gesagt haben, konterkariert wird? Sehr geehrter Herr Abgeordneter, wir befinden uns hier in der Befragung der Bundesregierung. Wir sind nicht diejenigen, die die Demonstrationen in der letzten Woche in ihrer Beteiligung zusammengestellt haben. Ich kann aber sagen, für Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei, wir haben einen Grundkonsens, dass wir uns gegen jede Form von Gewalt stellen. Und dieser Grundlinie entspricht auch jedes Regierungshandeln. Und insofern würde ich doch gerne wieder zurückkehren zur eigentlichen inhaltlichen Ausrichtung der Regierungsbefragung. Ich kann Ihnen gerne weitere Ausführungen auch zu unserer Arbeit im Ministerium dazu machen. Danke sehr. Herr Kollege Reichert, möchten Sie möchten nicht? Nachfrage, bitte. Sie haben auch das Recht zur Nachfrage. Gut, dann, Sie haben gesagt, dass die Sozialdemokratische Partei einen Grundkonsens gegen Gewalt hat. Sind Sie dann der Meinung, auch im Namen der Regierung, dass Herr Kühnert gegen diesen Grundkonsens offensichtlich mit solchen Legitimationsversuchen verstoßen hat? Ich bin hier nicht Rede und Antwort stehend für Herrn Kühnert, sondern für die Bundesregierung. Und dazu habe ich Ihnen bereits alles gesagt, was es zu sagen gibt. Jetzt hat der Kollege Huber zu diesem Thema eine Frage. Und dann der Kollege Müller. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte noch mal zurückkommen auf das Programm Demokratie leben. Der Ministerpräsident in Thüringen,
dessen Kinder wurden von der Schule abgeholt, seine Frau wurde angespuckt. Sie konnten in letzter Konsequenz auch nicht ausschließen, ob auch Mitglieder von ihnen geförderten, vom Ministerium geförderten Gruppen dort beteiligt waren, mit auch den Druck auf der Straße mit initiiert zu haben. Von daher möchte ich Sie schon noch mal fragen, ob Sie erstens glauben, dass diese Programme zur Eskalation auch beitragen, zur Erosion der demokratischen Verhältnisse in Deutschland, oder welche Maßnahmen ergreifen Sie auch zukünftig, um diese Spaltung in der Gesellschaft, um diese Übergriffe auch auf der Straße zurückzufahren und zu deeskalieren, insbesondere auch auf Mandatsträger und deren Familien? Vielen Dank. Ich glaube, Sie verdrehen hier wirklich in einem nicht zu vertretenden Maße die Tatsachen und die Intentionen des Programms Demokratie leben. Das Programm Demokratie leben hat die Ausrichtung, Demokratie zu fördern, Vielfalt zu gestalten, Extremismus vorzubeugen. Alle Aktionen, die im Rahmen dieses Programmes laufen, richten sich auf das Zusammenführen der Gesellschaft und nicht auf die Spaltung. Und ich finde es wichtig, dass wir auch in diesem Geiste alle Projekte begleiten, die wir machen. Wir haben umfangreiche wissenschaftliche Evaluierungen dazu. Alle Projekte müssen sich einer intensiven Projektauswahl stellen. Und ich kann hier nicht akzeptieren, dass Sie die Programmintention umdrehen in Richtung Spaltung und Eskalation. Das Gegenteil ist der Fall. Danke sehr. Nachfrage. Vielen Dank. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Wenn wir davon ausgehen, diese Programme würden zur Deeskalation beitragen, was würden Sie denn in diesem Fall machen, wenn sich doch herausstellt, dass Ihre beteiligten Gruppen, die von Ihnen gefördert werden, doch daran beteiligt sind, auch den Druck auf der Straße mit zu initiieren? Welche Sanktionen würden Sie gegenüber diesen Gruppen auch mit in Betracht ziehen? Wenn Sie den Begriff des Drucks auf der Straße hier verwenden und damit meinen, dass Menschen sich für eine demokratische, offene Gesellschaft einsetzen, dann finde ich nicht, dass wir hier über Sanktionswürdigkeit sprechen, sondern darüber, dass Menschen für unsere Demokratie eintreten und dafür, dass auch diejenigen, die diese Demokratie weiter erhalten wollen, auch weiter Unterstützung bekommen. Sollten Sie Anlässe haben, dass wirklich, und Sie können das benennen, dass es wirklich hier sich um demokratiefeindliche Aktionen handelt, dann müssen wir uns das anschauen, dann bitte ich Sie, uns das mitzuteilen, und dann werden wir uns das im Detail ansehen und das prüfen. Aber ich finde, eine grundsätzliche Verurteilung all derer, die hier aufgestanden sind, die in Sorge um das Land sind nach diesen Ereignissen in Thüringen, das finde ich nicht in Ordnung, und da müssen wir auch ganz klar eine Grenze ziehen dessen, was noch demokratisch ist und was nicht.